Was macht eigentlich der Marihuana-Markt? Denn eine Statistik hat mich aufhorchen lassen. Die gucken wir uns in diesem Video mal genauer an. Und geht Elon Musk jetzt unter die Rapper? Das und viel mehr im heutigen Video. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte Lingnau. Wie immer am Dienstag sprechen wir über fundamentale Neuigkeiten, die kein Hintergrundrauschen beinhalten, sondern uns wirklich beim Investieren helfen. Und das erste Thema ist Marihuana. Wir haben schon vor mittlerweile einiger Zeit mal ein Video über Tilray gemacht, wo wir in wenigen Tagen über 1000% gemacht haben und uns in dem Video ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Marihuana-Markt. Und an sich, wenn ein Markt so schnell wächst und auf einmal so viel Potenzial aufweist, ist es ein Blick wert. Aber was wir damals auch schon gesehen haben, die ganzen Unternehmen waren einfach sehr, sehr hoch bewertet. Schauen wir jetzt mal hier auf ich habe mal drei Aktien einfach ausgewählt, die ja die größten Player da in diesem Markt sind. Und da sehen wir, jetzt hier ist seit 2018, die laufen leicht steigend, so alle im Gleichschwung. Wenn man mal hier rausgeht, sehen wir aber auch diese exorbitanten Steigerungen von ein paar tausend Prozent waren hier zwischenzeitlich möglich. Und warum ich jetzt eigentlich auf das Thema aufmerksam geworden bin, warum ich das jetzt mal aufgegriffen habe, ist Folgendes. Zum einen habe ich mir nochmal angeguckt, wie ist denn eigentlich die Bewertung von den Unternehmen? Hat sich das ein bisschen angeglichen? Und wenn man sich hier einfach nur mal anschaut, was ist denn aktuell so im Markt, was wird da für einen Umsatz im Gesamtmarkt erwartet, sind wir hier irgendwo wahrscheinlich um die 12 Milliarden oder so. Und das Wachstum an sich in den nächsten 5 Jahren bis auf 65 Milliarden Umsatz. So, jetzt sehen wir aber bei einigen von den Titeln, die ich gerade auch gezeigt habe, Bewertungen im Bereich 15, 20 Milliarden. Und das ist das, wenn ein einzelnes Unternehmen jetzt schon höher bewertet ist als der Gesamtmarkt und auch prozentual gesehen schon fast ein Drittel oder sogar noch mehr als ein Drittel ausmacht von dem, was in 5 Jahren der Markt macht, ist immer die Frage, wie viel tritt davon ein und wie gut ist das Chancen-Risiko-Verhältnis, jetzt in diesen Markt einzutreten. Weswegen ich aber im Prinzip auf Marihuana aufmerksam geworden bin, ist folgende Sache oder folgende Studie auch, und zwar wie viel zusätzliche Einnahmen in Form von Steuern wurde denn durch die Legalisierung hier eigentlich generiert. Und da sehen wir, dass gerade in einigen Staaten hier wirklich hohe dreistellige Millionen oder Millionenbeträge geflossen sind. Und das ist natürlich, gerade wenn der Staat jetzt viel daran mitverdient, zum einen eine Sache, wo man eher vielleicht darüber überlegt, macht eine Legalisierung auch in anderen Staaten Sinn, gerade wenn man unter finanziellem Druck steht oder zusätzliche Einnahmen haben möchte. Dadurch ist das Thema natürlich jetzt sehr, sehr relevant, weil auf einmal die Einnahmen auch aus Staatssicht sprudeln und sich das natürlich insgesamt für den Staat positiv auswirkt und wenn dadurch noch andere Probleme gelöst werden, auf jeden Fall ein Markt, der weiter wachsen kann. So, das heißt aber, wenn der Markt trotzdem so überteuert ist, ist es schwierig, einen Einstieg zu finden oder überhaupt zu überlegen, macht es Sinn einzusteigen. Also ich halt nicht, ich bin in den Markt nicht investiert, trotzdem finde ich es interessant zu schauen, bei den Märkten, wo ja auch wirklich Potenziale da sind, zu gucken, hat sich was geändert, macht es vielleicht doch mal Sinn, sich genauer damit zu beschäftigen. Das ist aber jetzt auch wieder mein Zwischenfazit, dass es hier sich auch seit dem letzten Video nicht großartig geändert hat. Kommen wir zum zweiten Thema, und zwar, das ist eher ja, ein bisschen mit Schmunzeln zu betrachten. Wir haben ja öfter über Tesla gesprochen. Meine Meinung zu Tesla ist auch, ich denke mal, aus der letzten sehr umfassenden Analyse klar geworden. Für mich zu viel Spekulation in die Zukunft drin. Aber, und das war interessant, da bin ich mir zufällig drauf gestoßen und ich dachte, das ist ja eine fundamentale Neuigkeit. Und zwar hat jetzt Elon Musk seinen ersten Rap-Song rausgebracht zum Tag vor die Quartalszahlen bereitgestellt werden. Wir können jetzt auch mal kurz hier reinhören oder das untermalen. Und die Nachricht natürlich eher ein bisschen mit Schmunzeln von ihm
als Person respektiere ich ihn total. Das ist eine Person, von der ich heute Biografie gelesen habe, von der man sehr, sehr viel lernen kann und der auf jeden Fall auch weiß, wie man auf sich aufmerksam macht. Schreib du mir mal gerne ansonsten in die Kommentare, ob du den Song vorher schon gehört hast. Das ist natürlich jetzt erst 2 Tage alt oder 3, wenn du das Video siehst. Und ansonsten, wie immer gerne noch mein Angebot, wenn du selbst jetzt wissen möchtest, wie kann ich denn fundamentale Nachrichten eigentlich nutzen, dass ich daraus zum einen Rendite mache und zum anderen auch Einnahmen generiere und das monatlich, dann kannst du gerne noch einen Gesprächstermin vereinbaren, den findest du hier oben in den Infokarten oder dem ersten Link unten in der Beschreibung. Da rufst dich jemand bei mir aus dem Team an und wir zeigen dir, wie mittlerweile auch ganz vielen unserer Kunden, wie du Stück für Stück systematisch genau dorthin kommst, genau weißt, was zu tun ist und nicht mehr von Fremdmeinung, Bauchgefühlen und was oftmals mitschwingt, abhängig zu sein. Wenn das für dich interessant ist, vereinbare gerne einen Termin. Alles Weitere passiert dann ganz automatisch. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Liken und abonnieren nicht vergessen. Sag mir, was du zum Song denkst. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.